So, erster Trangia-Test. Hier mit Speck, Zwiebeln, Schwammerl, bisschen Knoblauch. Das Ganze möchte ich in der Pfanne anbraten und dann zwei Eier drüber hauen. Und das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt warten wir, bis die Flamme ein bisschen höher gezogen ist. Ein ganz kleines Stück Butter werde ich auch noch mit dazu machen. Ich meine, wir haben ja hier eine Anti-Haft-Beschichtung. So, langsam aber sicher brennen die Flammen auch hoch. Jetzt habe ich meinen selbstgeschnitzten Pfannenwender dabei. So, jetzt haben wir den Speck, die Zwiebeln, den Knoblauch und die Schwammerl da drin. Das Ganze kriegt auch langsamer Farbe. Und ja, dann werden wir jetzt die Eier hinzugeben. Nochmal. Einmal. Wenig Salz wegen dem Speck. Dafür ein bisschen mehr Pfeffer. Das kann sich doch schon sehen lassen. Ja, so schaut das Ganze aus. Der Regulierring funktioniert, oder? So, wir sind ja direkt ready to eat. Wie bei normalen
antihaft beschichteten Bratpfannen auch, wasche ich das Ganze nur mit Wasser aus. Tue das ausschwirren und vorsichtig halt einfach die Reste da raus. Und wenn das fertig ist, dann tue ich eigentlich nur mit dem Küchentuch das Ganze eben wie bei einer normalen antihaft beschichteten Bratpfanne aus der Küche abtrocknen, dass die Antihaftbeschichtung nicht verletzt wird. Und dann ist das Ganze, schaut doch super aus. Nichts angebrannt, alles wunderbar. Ja, und mit dem Test kann es raus in den Wald gehen. Ja, was mein Fazit? Mein Fazit ist, der Trangia funktioniert hervorragend. Ich habe jetzt die 27er Serie mit Antihaftbeschichtung, sowohl von der Pfanne als auch von den beiden Töpfen. Funktioniert super. Ich habe auch gestern Wasser mal testweise heiß gemacht. Das Ganze, das hat um die 6 Minuten hier in der Wohnung gedauert, also das ging recht schnell. Ich habe mit ungefähr 10 Milliliter Spiritus befüllt. Das hat für ungefähr 10 Minuten gereicht bei den Temperaturen hier. Und ja, war ganz gut. Jetzt vom Kochen selber her, es ist nichts angebrannt. Das Essen war gut. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte von dem Spiritus verbraucht. Also ich habe den Brenner 2/3, wie es angegeben ist, mit Spiritus gefüllt. Habe das jetzt eben gekocht. Das Ganze dauerte, naja, ich schätze mal 15 bis 20 Minuten. Und naja, war es so lang? Ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut, aber also eine Viertelstunde wird es mit Sicherheit gewesen sein. Und ich habe jetzt noch die Hälfte Spiritus im Brenner. Also das sollte für eine Mahlzeit, wenn ich noch Nudeln oder irgendwas mache in den Töpfen oder Soßen oder keine Ahnung. Also das sollte durchaus reichen von der Zeit her. Und ich bin dann mal gespannt, wie das dann sich im Wald verhält. Bei niedrigeren Temperaturen, bei anderen Umgebungsbedingungen. Auch was die Logistik anbelangt, ja, da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Trangia. Ist auch mein erster Test jetzt gewesen, hier in der Wohnung eben. Einfach um mit dem Ganzen vertraut zu werden. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaltet beim nächsten Kochvideo mit dem Trangia im Wald ein. Servus!